Ja, wir wollen jetzt die Gauß-Elimination ein bisschen besser mathematisch beschreiben. Bisher haben wir immer so Ausdrücke verwendet wie addiere ein Vielfaches von einer Zeile zu einer anderen Zeile. Und wir wollen uns einmal ganz kurz anschauen, wie man das vernünftig mathematisch beschreiben kann. Okay, zunächst mal, wir hatten im Grunde zwei Operationen, die auftauchten im Verlauf des Algorithmus, nämlich gerade dieses subtrahiere ein Vielfaches der Eaton-Zeile von der Kartenzeile. Und das andere war permutiere die Zeilen und permutiere die Gleichung. Und das heißt, permutiere die Zeilen einer Matrix beziehungsweise die Zeilen eines Vektors. Ich möchte dazu zunächst mal einführen die sogenannten Elementarmatrizen. Das sind Matrizen, die Einsen auf der Hauptdiagonalen haben und die Elemente minus L2,1 bis minus LN1 hier erstmal in der ersten Spalte unterhalb der Hauptdiagonalen. Und dabei sind natürlich diese L2,1 bis LN1 sollen genau diese Koeffizienten sein, die wir vorhin bei der Gauß-Elimination ausgerechnet haben. Okay, wenn ich hier das Matrix-Vektorprodukt bilde, dann sieht man zunächst mal, okay, hier vorne steht ein A1 in der ersten Zeile. Das heißt also tatsächlich, also das hier soll jetzt mal ein Vektor sein, ja, soll ich vielleicht dazu sagen. Wenn ich hier das Matrix-Vektorprodukt bilde, dann bleibt die erste Zeile hier oben stehen. Okay, das war vorhin bei der Gauß-Elimination auch so. Dann, was passiert mit der zweiten Zeile? Naja, hier steht so ein minus L2,1 mal A1 plus A2. Das heißt also, das L2,1-fache der ersten Zeile wird von der zweiten Zeile abgezogen. Ja, das ist genau das, was wir vorhin bei der Gauß-Elimination tatsächlich getan haben. Ja, und beobachten Sie es hier weiter. Genau das passiert hier für die anderen Elemente genauso. Das heißt also, diese Linksmultiplikation mit dieser Elementarmatrix führt ganz genau den ersten Schritt der Gauß-Elimination durch. Okay, gut. Wir hatten aber noch mehr Schritte. Ja? Also da musste dann in den weiteren Zeilen dann diese Addition oder Subtraktion durchgeführt werden. Naja, und man sieht tatsächlich, das wird genau dann durchgeführt, wenn ich das nicht in der ersten Zeile, sondern wenn ich in der Eaton-Zeile unterhalb der Hauptdiagonalen gerade meine Elemente minus Li plus 1i bis minus LNi anbringe, dann wird genau der Ite-Schritt gerade durchgeführt. Und diese Elementarmatrizen, bei denen ich die Koeffizienten der Gauss-Elimination einfach in der Eaton-Zeile unterhalb der Hauptdiagonalen anordne, nenne ich Elementarmatrix Li. Ja, vielleicht sollte ich das hier nochmal dazu schreiben. Diese Matrix nenne ich hier vorne Li. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt schon diesen Schritt, diesen eigentlichen Gauß-Eliminationsschritt beschrieben. Zunächst mal auf Vektoren. Warum funktioniert das auf Matrizen auch? Naja, also wenn ich zwei Matrizen miteinander multipliziere, dann kann ich auch die Matrix einfach auf die Spaltenvektoren der rechten Matrix einfach anwenden. Das heißt also, die wirkt auf der Matrix genauso wie auf den Spalten dieser Matrix. Und das heißt, auch da wird jeweils ein Vielfaches der entsprechenden Zeile abgezogen. Das ist genau das, was wir vorher beschrieben haben. Okay, dann möchte ich noch ganz kurz die Permutationsmatrizen einführen. Permutationsmatrizen sind Matrizen, die eine 1 in jeder Zeile und jeder Spalte haben. Genau eine 1 in jeder Zeile und jeder Spalte haben. Ansonsten sind sie 0. Das heißt also, es ist PIK, also die Einträge der Matrix P sind 1 für ein bestimmtes, für eine, in jeder, sind in jeder Zeile gibt es genau eine, in jeder Zeile i gibt es genau eine 1 und die stehe an der Stelle Sigma i und ansonsten ist die Zeile komplett 0. Kurzes Beispiel, typisches Beispiel wäre 001, 010, 100. Das heißt, es wäre Sigma 3 gleich 3. In der ersten Zeile ist hier tatsächlich eine 1, in der zweiten Zeile ist hier eine Zahl. Das heißt, Sigma 2 wäre 2 und Sigma 3 wäre offensichtlich 1. Was macht die, wenn ich die auf einen Vektor anwende? Naja, also Sie sehen sofort, es ist tatsächlich, wenn ich anwende auf x1, x2, x3, dann kommt raus der Vektor x3, x2, x1. Das heißt also, hier wurde tatsächlich die erste und die dritte Zeile vertauscht. Sie sehen sofort, diese Linksmultiplikation mit P bringt einen Vektor oder eine Matrix.
in eine neue Zeilenanordnung und die Zeilenanordnung ist gerade durch diese Sigmas hier vorne gegeben. Ja? Das heißt, wir bekommen jetzt die Zeilenanordnung dritte Zeile, zweite Zeile, erste Zeile. Okay, gut. Solche Matrizen nennen wir Permutationsmatrizen. Und die haben eine sehr angenehme Eigenschaft. Man kann die Inverse nämlich sofort angeben. Das werden wir nochmal benutzen, deshalb wollen wir das hier mal ganz schnell eben nachrechnen. Wir schauen uns an, P transponiert P für solch eine Permutationsmatrix an der i-karten Stelle. Okay, das ist also Summe J gleich 1 bis N, einfach nur Matrixmultiplikation ausgerechnet. P transponiert an der i-jotten Stelle. Naja, bei transponiert, den drehen sich unten die Indizes um, das heißt, das ist PJI mal PJK. Okay. Gut, das hier vorne, diese PJI mal PJK, da gehe ich also jetzt hier durch die ite Spalte durch und hier gehe ich durch die Karte Spalte durch. Okay, beide haben genau eine 1, nämlich gerade an dann, wenn I gleich Sigma J ist hier vorne und hier, wenn K gleich Sigma J ist. Jetzt werden die beiden hier aber multipliziert. Das heißt, es kommt entweder 0 raus, wenn die beiden Einsen hier nicht an derselben Stelle stehen, oder es kommt 1 raus, wenn die beiden Einsen an derselben Stelle stehen. Das heißt, wenn I gleich Sigma J ist, wenn I gleich K ist, ja, dann ist das hier natürlich, dann ist für I, wenn I gleich K ist, dann ist für I gleich Sigma J auch K gleich Sigma J, dann steht hier vorne eine 1. Das heißt, für I gleich 1 steht hier eine 1. In allen anderen Fällen fallen die beiden nicht zusammen und es gilt tatsächlich, das ist eine 0. Okay, das heißt also, auf der Hauptdiagonalen von P transponiert P stehen Einsen, außerhalb der Hauptdiagonalen stehen Nullen. Und das heißt also, P transponiert P ist die Einheitsmatrix oder die Inverse von P ist P transponiert. So, das wollen wir jetzt nutzen, um unsere Gauss-Elimination ein bisschen noch weiter zu formalisieren. Und zwar betrachten wir jetzt die Aufgabe Ax gleich B. Und wir nehmen mal an, dass die Gleichungen schon in der richtigen Reihenfolge stehen. Das heißt, in der Reihenfolge, in der wir die Gauss-Elimination tatsächlich durchführen können und wollen. Das heißt also, es soll direkt sein PAX gleich PB, die Anordnung der Gleichungen, die wir wirklich benutzen wollen. Okay, und das ist einfach eine Permutation dieser Matrix hier vorne, Permutation dieses Vektors. Das heißt, wir haben das ganze Gleichungssystem permutiert. Wir haben einige Gleichungen in andere Zeilen gebracht. Okay, gut, jetzt haben wir uns vorhin schon klar gemacht, dass L1, wenn ich das anwende auf eine Matrix, dann ist das der erste Eliminationsschritt. Das heißt also, der erste Eliminationsschritt mit Multiplikation, also eine Subtraktion eines Vielfachen der ersten Zeile von allen anderen Zeilen, das wird gerade beschrieben durch L1PA. Und wir gucken uns mal erstmal jetzt hier nur die Matrix an, den Vektor machen wir später. Okay, das heißt also, das ist der erste komplette Eliminationsschritt. Ja, das heißt also, das ist gerade das A2. Ja, das ist diese erste Zwischenmatrix, die bei der Gauss-Elimination aufgetreten ist. Das heißt, es gilt A2 ist L1 mal PA. Okay, dann machen wir den zweiten Schritt. Dafür sorgt gerade unsere Matrix L2, die in der zweiten Spalte unsere Koeffizienten hat. Das heißt also, der zweite ist L2 mal A2. Und das hatten wir in der Gauss-Elimination den Schritt die Zwischenmatrix A3 genannt. Und das ist natürlich dann von der Form L2 mal L1 mal PA. Insgesamt sieht man sofort die Ente-Matrix, also die endgültige Matrix mit der Zeilenstufenform, ist von der Form Ln-1 mal und so weiter bis L2 mal L1 mal PA. Okay, das heißt also, wir haben jetzt hier eine vernünftige mathematische Beschreibung gefunden. Das An ist unsere Zeilenstufenform und die ergibt sich aus unserer Matrix A einmal durch Permutation der Zeilen, beziehungsweise der Gleichungen für uns, und dann Linksmultiplikation mit diesen ganzen Elementarmatrizen, die wir oben definiert haben. Okay, das ist eine vernünftige mathematische Beschreibung jetzt und das wollen wir noch ein bisschen weiter nutzen. Zunächst mal überlegen wir uns mal, was ist denn wohl zum Beispiel L1 hoch minus 1? Na, überlegen wir mal, was das gemacht hat. Das L1, das lässt die erste Zeile konstant und subtrahiert dann ein Vielfaches der ersten Zeile von allen anderen Zeilen.
Um das wieder rückgängig zu machen, was muss ich tun? Ich muss einfach nur ein Vielfaches der ersten Zeile jetzt auf die anderen Zeilen wieder drauf addieren. Dann kommt die Matrix bzw. der Vektor wieder raus, mit dem ich am Anfang gestartet bin. Das heißt, es ist sofort klar, ohne dass ich rechnen muss. Die Inverse von L1 ist einfach genau dieselbe Elementarmatrix, nur dass ich hier vorne die Minuszeichen weglassen kann. Okay, andererseits, wenn ich jetzt ausrechne L1 mal L2 mal einen Vektor, was würde das machen? Naja, also das L2 subtrahiert ein Vielfaches der zweiten Zeile von den darunterstehenden Elementen im Vektor. Das L1 subtrahiert ein Vielfaches der ersten Zeile von allen darunterstehenden im Vektor. Okay, das kann ich aber auch gleich alles auf einmal machen. Ja, das muss ich nicht erst im einen Schritt und dann im anderen Schritt machen, weil die beiden Schritte sich überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt, ich kann das auf einmal machen. Also ich kann die beiden sofort zu einer gemeinsamen Matrix zusammenfassen, in der einfach nur jetzt in der ersten und zweiten Spalte einfach die beiden ganzen Elemente untereinander stehen. Ja, die Wirkung dieser Matrix hier, wo ich die erste und zweite Spalte gefüllt habe, ist genau dieselbe, als würde ich hier vorne erst das L2 anwenden und dann das L1 anwenden. Okay, das heißt also, diese Multiplikation von L1 mal L2 entsteht einfach praktisch durch Überlagerung. Ja? Also alles, was ich hier vorne unterhalb der Hauptdiagonale stehen hatte, das trage ich hier einfach gleichzeitig ein und die Wirkung ist genau dieselbe. Okay, gut, dann schauen wir uns nochmal unsere Gleichung von vorhin an und lösen die jetzt mal nach PA auf. Naja, ich multipliziere hier zunächst mal mit ln minus 1 hoch minus 1, dann mit ln minus 2 hoch minus 1 und so weiter. Das heißt, wir erhalten die Darstellung, PA ist L1 hoch minus 1 mal L2 hoch minus 1 und so weiter bis ln minus 1 hoch minus 1 mal an. Da habe ich einfach nur das hier alles auf die linke Seite gebracht. Okay, diese ganzen hoch minus 1, die können wir jetzt alle ausrechnen und dazu müssen wir nichts anderes tun, als unter der Hauptdiagonale alle Minuszeichen streichen. Das ist alles, was wir tun müssen. Und außerdem haben wir jetzt hier genau diese Anordnung, die wir hier vorne hatten. Ja? Das ist jetzt von der Form, naja, Elementarmatrix in der ersten Spalte mal Elementarmatrix in der zweiten Spalte mal Elementarmatrix in der dritten Spalte und so weiter. Das heißt also, die kann ich einfach realisieren, diese Multiplikation, die hier steht, durch Überlagerung. Das heißt also, ich nehme einfach meine Hauptdiagonale von Einsen und schreibe jetzt die ganzen Elemente, die wir vorher hatten, die schreiben wir einfach hier jetzt rein in diese Matrix und die Wirkung ist tatsächlich genau dieselbe. Okay, gut. Das heißt, am Ende erhalten wir eine Darstellung unserer Matrix PA als eine Matrix, bei der oberhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen stehen, auf der Hauptdiagonalen Einsen und unterhalb der Hauptdiagonalen irgendwelche Elemente. Das AN hier vorne ist eine Stufenmatrix, wenn man so will. Das heißt, da stehen unterhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen. Oberhalb steht irgendwas. Wir sehen sofort, naja, das Ganze sieht hier im Wesentlichen aus wie ein Dreieck. Das heißt also, so eine Matrix, bei der unterhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen stehen, nennen wir eine Dreiecksmatrix und naheliegenderweise eine rechte obere Dreiecksmatrix. Umgekehrt haben wir hier oberhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen, nennen wir das ja auch gerne eine linke untere Dreiecksmatrix. Und da hier nur Einsen auf der Hauptdiagonalen stehen, nennen wir das auch gerne eine normierte linke untere Dreiecksmatrix. Wir haben vorhin den Satz notiert, dass für jede Matrix A eine Permutationsmatrix P existiert, so dass die Gauß-Elimination durchführbar ist. Wir haben jetzt hier aber gesehen, dass die Gauß-Elimination einfach dargestellt werden kann als solch eine Matrix-Zerlegung in eine linke untere Dreiecksmatrix multipliziert mit einer rechte obere Dreiecksmatrix. Das heißt also, die Gauß-Elimination liefert uns zwei solche Matrizen. Und wenn die Gauß-Elimination immer durchführbar ist, dann heißt das nichts anderes als, diese beiden Matrizen können definitiv geliefert werden, die existieren. Und wir wollen auch das hier jetzt als Satz einfach notieren. Für alle Matrizen A im R hoch n kreuz n gibt es eine normierte linke untere Dreiecksmatrix L, eine rechte obere Dreiecksmatrix R und eine Permutationsmatrix P, sodass PA gleich LR ist und dabei sind P, L und R Elemente aus dem R hoch n kreuz n. Die Koeffizienten dieser Matrizen liefert uns gerade die Gauss-Elimination.